Hallo, meine lieben Turnfreunde und herzlich willkommen zu diesem neuen Video meiner Turnwelt. Heute mache ich mit Chiara. Hi. Und mit Lena. Hi. Ein Turn für Anfänger Video und zwar zeigen wir euch heute Vorwärtsrolle, Rückwärtsrolle, Handstand und Radschlag. Und zwar machen die beiden das mit mir, weil die sind ja beide nicht Turner und dann zeige ich das den beiden sozusagen. Und die müssen das dann machen. Ja. Und dann würde ich auch mal sagen, los geht's. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, Lena und Johanna haben einen YouTube-Kanal, der heißt Yole Sisters. Und ich verlinke euch das nochmal oben ins i. Könnt ihr draufklicken und dann den Kanal abonnieren. Wir fangen jetzt erstmal mit dem leichtesten Teil an, und zwar ist es die Vorwärtsrolle. Und zwar kann man das aus dem Stehen oder aus der Hocke machen, ist eigentlich relativ egal. Ich mache es mal aus der Hocke, weil es einfacher ist. Dann macht man die Arme hoch. Da kann man die Beine hochdrücken, also jetzt nicht so ganz hoch, da auch mal so und drückt sich so da vorne weg und drückt und setzt dann die Hände auf den Boden auf. Ich zeige das noch einmal. Oh, ein Stein getreten. Also Hände nach oben und dann nach vorne weg. Und die Hände könnt ihr ruhig knicken, die müssen jetzt so gerade sein. Also hinhocken. Machst du vor der Matte oder auf der Matte? Arme nach oben. Aufsetzen und mit den Beinen hochdrücken, also wegdrücken nach vorne. Bin ich dran? Ja. Nein, Arme nach oben. Jetzt nach oben drücken mit die Beine. Erst aus. Oh, ja. Ey, wollte zum Lachen gehen. Was soll ich das? Hände nach oben hinhocken und mit den Beinen nach oben nach vorne schieben. Also mit den Beinen nach vorne. Oh ja, schieben. Ey. Ja! Mach mir ein Tutorial, obwohl ich das kann. Wir machen jetzt weiter mit der Rückwärtsrolle und zwar kann man sich wieder hinhocken. Okay. Das kann ja schief werden. Dann macht ihr die Hände nach hier, dann setzt ihr die Hände so auf, als würdet ihr eine Brücke machen, damit ihr euch hier auf die Füße drücken könnt. Das weiß ich so schön, weil ich das nicht aus dem Schwung gemacht habe. Also Hände hier, dann so und hochdrücken. Also so ein bisschen hochdrücken, nicht gut, ich habe einen Handstand, sondern nur so ein bisschen hochdrücken, damit ihr die Beine rüber bekommt und nicht direkt über den Kopf rollt. Mal. Und jetzt beide Hände wie bei der Brücke aufsetzen. Ja, fast! Ich bin nicht gebrochen, ich nur deine Knie hoch. Bei einer Brücke setzen wir die Hände so auf. Nach. Ja, nein! Ja, mal in Ordnung. Hast du aufgenommen? Boah, mein Herz. Nein. Jetzt machen wir weiter mit dem Radschlag. Ich mache gut von hier, weil nichts von guter Seite ist. Okay, und zwar macht ihr einfach irgendein Bein nach vorne. Ich mache beide Seiten. Ja, ich mache mal beide Seiten. Also ich mache jetzt erstmal mit links, dann macht ihr eure Arme hoch. Ihr könnt euer Bein so ein bisschen knicken, damit ihr runterkommt. Dann müsst ihr beide Hände nacheinander aufsetzen und eure Beine nach, also oben rumführen. Ihr müsst halt versuchen, eure Beine nach oben zu machen, weil manche machen dann so. Das ist natürlich falsch. Und ja, ihr steht ja schon so, dann müsst ihr eure Beine nach oben machen. Also ihr seid dann gerade, müsst ihr die auch gerade nach oben machen. Dankeschön. So, nochmal mit rechts. Du sagst, mach beide Seiten. Ich mach beide Seiten. Okay, ich glaube, man kann hier nicht sehen. Ich glaube schon. Das heißt, mal schlechtere Seite. Und Füße nach oben. Du machst dein zweites Bein immer da. Da. Ey, guck mal, eine schlechte Seite, nicht lachen. Beine nach oben. Ich mach auch beide Seiten. Ja, das ist witzig. Beine nach oben. Nach oben. So. Du musst halt boah, wirklich deine. Du musst halt erst versuchen, deine Zehenspitzen zu strecken, zweitens versuchen, deine Beine gerade zu machen. Das ist mal deine erste Seite. Machen wir mal deine erste Seite. Ja, also ich wusste nicht, wie das falsch aussieht. Ich hoffe, es sah nicht so allzu scheiße aus. Ja, der war voll gut! So. Jetzt machen wir weiter mit dem Handstand. Also für die Beine ist es sozusagen das schwerste Teil, weil die es beide nicht können. Und zwar macht ihr das Bein nach vorne, was bei euch Internet-Spagat ist. Und ihr sitzt jetzt rechts. Ihr macht eure Arme nach oben. Dann geht ihr mit eurem mittleren Bein hoch. Und ja, da gibt es eigentlich nicht so viel zu erklären. Ihr müsst halt versuchen, eure Beine gerade zu lassen, damit den. Dann halt den Handstand in einer Linie zu sein.
Ja, du musst versuchen, deine Schultern etwas weiter nach vorne zu machen. Ich halte dich jetzt einmal. Ich kipp um, ich kipp um. Ich hab dich! War der gut? Ja! Ja! War sie einmal oben? Wir machen noch einen extra Teil, und zwar eine Brücke. Hi. Lena ist meine Testperson. Und zwar nehmt jetzt erstmal ihre Hände, ich zeig's mal an dieser Hand hier, knicken. Und dann müsst ihr eure Handfläche auf den Boden machen, so umknicken. Und das gleich mit der anderen Hand. Ja. Und jetzt zieht man die Knie an und macht die Beine so ein bisschen auseinander. Dann ist es nämlich leichter, sich hochzudrücken, als wenn man es so macht. Das sieht jetzt falsch aus. Dann drückt man sich hoch in die Brücke und ein Freund oder eine Freundin kann dann helfen und zwar kann dieser... Oh, das ist ja auch noch eine bessere Brücke. Mann. Ich kann keine Brücke. Also von allen Seiten kommen die. Ja! Nein, doch oben. Der war gut. Der Puppe. Wenn es auch ein Mensch kommt. Sie einmal oben. Wir machen noch einen extra Teil, und zwar eine Brücke. Hi. Lena ist meine Testperson. Und zwar nehmt jetzt erstmal ihre Hände, ich zeig's mal an dieser Hand hier, knicken. Und dann müsst ihr eure Handfläche auf den Boden machen, so umknicken. Und das gleich mit der anderen Hand. Ja. Und jetzt zieht man die Knie an und macht die Beine so ein bisschen auseinander. Dann ist es nämlich leichter, sich hochzudrücken, als wenn man es so macht. Dann drückt man sich hoch in die Brücke und ein Freund oder eine Freundin kann dann helfen und zwar kann dieser... Das ist ja auch noch eine bessere Brücke. Mann. Ich kann keine Brücke. Also von allen Seiten kommen die. Ja! Nein, doch oben.